Liebe Fußballfreunde, heute ist es endlich passiert. Der erste Sieg für die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2020 ist gelungen. Ja, es war kein leichtes Spiel gegen die Ukraine im Olympiastadion in Kiew. Es war von Anfang an sehr schwierig, hier durchzukommen, durchs ganze Feld. Aber der Sieg ist gelungen. In der 20. Minute trifft Kimmich zum 1:0, sein zweites Länderspiel. Und dann in der zweiten Hälfte Leon Goretzka, 49. Minute, 2:0. Und dann gab's mit Niklas Süle, ja, der einen ukrainischen Spieler fault und dann Ukraine einen Elfmeter schenkt, den Manuel Neuer in der richtigen Ecke geahnt hat, aber nicht halten konnte, deswegen ging das nicht 2:0 aus, sondern 2:1, aber es hätte selbst in der ersten Hälfte schon durchaus mehr ausgehen können. Also so viele Chancen gab es. Also so 3, 4, 5, 6, 0 hätte schon stehen können. Und gerade in der zweiten Hälfte, wo das 2:0 gefallen ist, hätte ein paar Minuten später das 3:0 auch stattfinden können. Aber der Julian Draxler war es, glaube ich, der hat den Ball nicht so wirklich richtig getroffen. Das war schon krass. Und wie gesagt, 76. Minute, dann der Elfmeter zum Anschluss. Dann war es ja in der 93. Minute so, dass ein ukrainischer Spieler, ich weiß nicht genau wer, ich habe nicht genau hingeguckt, einen Ball hatte und dann Richtung Manuel Neuers Tor schoss. Aber Manuel Neuer war zu zerstören. Dann hätte es, wenn Manuel Neuer nicht gewesen wäre, hätte es wieder unentschieden ausgehen können. Und das wäre wieder enttäuschend. Aber nach 3 Unentschieden ist der erste Sieg im Jahr 2020 da. Am Dienstag geht es gegen die Schweiz und man muss auch dazu sagen, es ist ja jetzt das zweite Nations League Turnier. Und mittlerweile hat Deutschland jetzt mit dem Spiel 7 Spiele absolviert. Im letzten Spiel waren es 4. Zweimal Schweiz, zweimal Frankreich und zweimal Niederlande, aber immer jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage kassiert. Dann ist hier diese Nations League Saison mit 2 Unentschieden gegen Spanien und dann ein paar Tage später gegen Schweiz gestartet. Aber heute gegen die Ukraine den ersten Dreier eingefahren und somit jetzt hinter Spanien auf den zweiten Tabellenplatz. Aber, so wie ich gehört habe, nur die vier Erstplatzierten in den vier Tabellen, Liga A, glaube ich, kommen im Final Four Turnier. Nur die ersten vier, also Deutschland, hat noch ein bisschen Zeit, sich zu steigern, weil da gab es auch viele verbesserungsbedürftige Sachen. Aber die Ukraine, die war heute echt sehr stark. Ein paar Tage zuvor hatten die ein Testspiel gegen Frankreich gehabt, was sie mit 1:7 verloren haben. Es war auch ein neuer ukrainischer Torwart. Buschan hieß der, glaube ich. Und der hat sich heute auch es ausgezeichnet. Wobei man sagen muss, das 2:0 von Deutschland ist mit Glück gefallen, weil der Torwart den Ball nicht richtig festhalten konnte und dann köpfte Goretzka den ins Tor. Da konnte Deutschland froh sein, dass es 2:0 stand. So, eure Meinung bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und ich würde sagen, am Dienstag wünschen wir der deutschen Mannschaft alles Gute gegen die Schweiz.